Ihre Verengung, ja geradezu Fixierung auf den militärischen Aspekt bleibt falsch und eine gewisse Skepsis gegenüber einer Politik, die ausschließlich der militärischen Logik folgt, ist angesichts unserer Geschichte nur angebracht. Wenn ich neuerdings Forderungen höre, Deutschland müsse kriegsfähig werden oder eine Kriegswirtschaft vorbereiten, dann habe ich dafür überhaupt kein Verständnis. Und das Bedürfnis mancher von Ihnen, alle 10 Minuten neue, offensivere Waffengattung Patriot ins Spiel zu bringen, ist doch mindestens kontraproduktiv und dem wird im Ernst der Lage nicht gerecht. Wir haben ein sehr hohes Maß an gemeinsamen Interessen mit der Ukraine, aber identisch sind die Interessen nicht. Es wäre schön, wenn die Opposition hierzulande verzichten würde, diejenigen zu diffamieren, die zusätzlich zur militärischen Hilfe auch auf Diplomatie setzen, die zurückhaltend sind gegenüber einer Verengung auf das Militärische. Das gilt auch für die, die bei voller Solidarität mit der Ukraine nicht gleich alle friedenspolitischen Grundüberzeugungen über den Haufen werfen und der Rüstungsindustrie alle Wünsche von den Augen ablesen. Ich gehöre nicht zu der Kompanie neuer Militärexperten, die es jetzt gibt. Und deshalb verzichte ich auf die Aufzählung technischer Details verschiedener Panzertypen.